Kromka und herzlich willkommen zu Teil 4 des Let's Plays Warcraft 3 Reign of Chaos mit Weakling-Praktikant Tommy. Und wir springen direkt ins vierte Kapitel der Menschenkampagne. So, der Kult der Verdammten steht als nächstes an. Am nächsten Tag am Rande von Andorhal. Seht, die Kultanhänger, die bei dem Totenbeschwörer waren. Was machen sie mit dieser Mine? Warten wir es lieber nicht ab. Angriff! Verdammte Eindringlinge! Sie dürfen den Plan des Meisters nicht behindern! Schlagen wir hier ein Lager auf. Da die Kultanhänger hier herumschleichen, möchte ich nicht ohne Verstärkung da rein. Ganz meine Meinung. So, von einem Meister haben die also gesprochen. Ich stehe für das Licht. Das könnte ja bedeuten. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Oder das wird wohl bedeuten, dass es hier einen bösen Anführer gibt. Ob das vielleicht dieser Kel'Thuzad ist, den wir am Ende des letzten Kapitels gesehen haben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall bauen wir diesmal wieder eine Basis auf. Im letzten Teil waren wir ja nur mit Einheiten unterwegs. Und wir haben ja schon fleißige Arbeiter. Und das fand ich jetzt sehr praktisch, nachdem der junge Mann hier mit der Farm fertig war. Oder mit dem Hof. Ist er direkt zum Rathaus gelaufen, um seinen Kollegen zu unterstützen. Und zu zweit bauen die schneller. Dafür verlieren wir aber hier oben auch Ressourcen. Jetzt sind sie sogar zu dritt, da verlieren wir noch schneller Ressourcen, aber das Gebäude wird schneller fertig. Ein großer Vorteil. Ah ja, okay. Hier gibt es noch eine weitere Goldmine auf der Karte. Da müssen wir aber bestimmt den Weg dahin noch erkunden. Und was halt in der Kampagne... Oh, da ist doch schon... Jetzt gehen wir zuerst hier auf den Totenbeschwörer. Das Licht ist meine Stärke. Zeigt uns ein Ziel. Los gehen. Ich auch. Ich stehe für das Licht. Ja, mein Lord. Arbeitet doch dran. Es ist wunderbar. Ich stehe für das Licht. Versteht etwa getan? Ja, Totenbeschwörer haben nämlich die böse Angewohnheit, gefallene Einheiten, also egal ob Freund oder Feind, wieder auferstehen zu lassen, sodass die dann als Skelette kämpfen. Und das ist natürlich nichts, worauf wir sonderlich scharf sind. Der Abstand vom Rathaus zur Mine stimmt meines Erachtens nach Augenmaß. Das heißt, mit 5 Arbeitern müssten wir die optimale Zahl erreicht haben. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt brauchen wir als nächstes dringend mehr Höfe. Vielleicht baue ich mal hier vorne Höfe hin, wobei es kann auch sein, dass wir noch von hinten angegriffen werden. Das weiß man nie so genau. Und was ich, glaube ich, eben sagen wollte und dann gar nicht mehr dazu gekommen bin. Das Licht ist meine Stärke. Es ist häufig so in der Kampagne, dass man ja zum einen auf der Karte rumlaufen muss, zum anderen aber auch auf der Karte rumlaufen muss und zum anderen aber auch permanent Angriffe abwehren muss. Ne, zum Beispiel wollen wir jetzt halt hier den Weg erforschen zur Goldmine. Ich denke, das wird dann dieser sein. Da müssen wir natürlich unsere Einheiten darüber schicken, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass unsere Basis nicht von hier aus überrannt wird. Also es ist bisweilen wirklich ganz schön knifflig. Arbeit ist vollbracht, ist sehr gut. Ja, mein Lord. Wir bauen aber direkt noch eine Farm. Wir bauen die hier so nah an die Türme, damit die gegnerischen Nahkampftruppen abhalten können. Ne, also wenn jetzt hier die Ghule angelaufen kommen, müssen die erstmal hier rumlaufen, um den Turm anzugreifen, wenn sie den zerstören wollen. Hier können wir auch direkt mal noch ein Sägewerk hinbauen. Das wird uns auch noch gute Dienste leisten.
Und wir haben ja hier jetzt auch das, den Mörsertrupp. Und um aber, ja, um die Gebäude zu errichten, mit denen wir Mörser und Priester auch bauen können, da müssen wir erst hier das Haupthaus-Upgrade machen. Zur Burg. Das Rathaus müssen wir zur Burg machen. So, jetzt greife ich mit den Fernkampfeinheiten die Totenbeschwörer an. Ah, gerade noch rechtzeitig. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Ja, mein Lord. Uiuiui, das wird eng. Das wird eng. Kommt noch hin. Sehr gut. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. So, jetzt bauen wir hier auch einen Wachturm aus. Der bietet natürlich nochmal zusätzlichen Schutz. Ich neige aber trotzdem dazu, einen Teil der Truppen gleich hier zu lassen und mit dem anderen mal den Weg zur Goldmine zu erforschen. Hier haben wir noch ein schönes Upgrade, das Upgrade. Jetzt wird es schon sehr deutsch. Upgrade, das verbessert Trefferpunkte und Panzerung der Gebäude. Das machen wir auch auf jeden Fall. Ja, und jetzt müssen wir leider einfach ein bisschen warten. Wir können vielleicht hier oben auch noch einen kleinen Verteidigungspunkt errichten. Mit mehr Höfen, damit wir gleich auch mehr Einheiten bauen können. Denn wenn das Burg-Upgrade durch ist und wir unsere neuen Produktionsgebäude haben, dann wollen wir natürlich auch die Einheiten daraus bauen. Gerade die Priester, falls die dieses Dispel-Upgrade schon ausbilden können, sind die sehr, sehr nützlich gegen die Skelette. Arbeit ist vollbracht. Und mit Skeletten scheinen wir es ja jetzt zunehmend zu tun zu kriegen. Das ist sonderbar. Besteht etwa Gefahr? Ja. So. Wenn man volles Mana hat und angeschlagene Einheiten, lohnt sich natürlich zwischendurch auch immer mal ein Holy Light. Und durch Jainas Aura regenerieren wir das Mana ja auch ziemlich schnell. Insofern tut das wirklich nicht weh. Was? Eine Schmiede könnten wir auch bauen. Ja, ist möglich. Dann können wir in den Baracken auch die Schützen. Ich hoffe, ja, die heißen wahrscheinlich Schützen. Ausbauen. Ich stehe für das Licht. Und ja, mein Lord. Das müssen wir jetzt unbedingt bauen. Da würde ich sogar noch einen zweiten Arbeiter mit dran setzen, dass wir quasi gegen Aufpreis das Gebäude schneller bauen. Achso, den Workshop können wir noch nicht bauen, da fehlt uns noch die Schmiede für. Das Licht ist meine Stärke. Ich versuche zu denken. Ich stehe für das Licht. Oh, diesmal keiner. Ich stehe für das Licht. Oh, 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 oh. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Ich kann helfen. Ich stehe für das Licht. Keine Totenbeschwörer diesmal, das ist gut. Dafür aber deutlich mehr Ghule. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Ich stehe für das Licht. Wo wollt ihr uns haben? Besteht etwa Gefahr? Es wird. Es wird, es wird. Ah ja, genau, das Upgrade können wir bauen. Dann bilde ich jetzt erstmal zwei Priester aus und dann das Upgrade. Die kann man auch hier in dieses, in die Warteschleife mit reinpacken, die Upgrades. Und wir bauen auch direkt noch den Workshop, denn unsere Schmiede ist fertig. Die Angriffe scheinen ja erfreulicherweise nur aus dieser Richtung hier zu kommen. Sägewerk, da können wir noch ein Holz-Upgrade machen. Hallo! Ja, das ist auch nicht schlecht. Bauen die Arbeiter halt mehr Holz ab, aber Arbeit ist vollbracht. Holzmäßig sieht es nicht schlecht aus. Insofern würde ich das jetzt erstmal vernachlässigen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Befehle? Was braucht ihr? Ja, mein Lenzherr.
Ich komme, um dieses Land zu sorgen. Pack mir jetzt einfach mal hier einen Trupp in die. Ja, mein Freund. Auf die 1. Ich stehe für das Licht. Befehle? Das Licht. Und ist die anderen Stärke. Einheiten kommen in die Gruppe 2. Ja, mein Lenzherr, was braucht ihr? Es ist mehr Gold erforderlich. Ich muss natürlich aufpassen, ich gehe ja schon bei 41 ins Upkeep. Andererseits, wenn wir gleich die, etwa Gefahr, die zweite Mine noch in Betrieb nehmen, dann sollte das auch keine große Rolle mehr spielen. Forschung abgeschlossen. Geladen und entsichert. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Besteht etwa Gefahr? Helfen. Psst. Ich versuche zu denken. Forschung abgeschlossen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal mit der Gruppe 1 hier loslaufen. Ah, das ist noch ein sehr wichtiges Upgrade. Das müssen wir unbedingt machen. Besteht etwa Gefahr? Das verbessert oder erhöht die Reichweite der Schützen. Scharfschützen heißen sie, okay. Das erhöht die Reichweite. Besteht etwa Gefahr? Der Gewehre enorm. Das Licht ist meine Stärke. Ich komme, um dieses Land ich zu stehe säubern. Für das Licht. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Besteht etwa Gefahr? Hier sind schon mal Gegner. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe so, wie ihr seht, die Priester sind hier auf Autocast gestellt. Was das Heilen betrifft. Ich lege jetzt mal hier so einen Heiltrank weg und nehme mir die Klauen des Angriffs. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen, das heißt Level 3 Holy Light, das ist sehr gut. Ich stehe für das Licht. Nein, stopp, ihr müsst hier bleiben. Ich kann helfen. Ich bin euer Schütze. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Okay, zur Goldmine müssen wir leider doch einen Umweg laufen. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter, nein. Ein solider Plan. Forschung abgeschlossen. Ja. Okay, dann ja, ich denke, es wird dann hier oben rumgehen. Unsere Stadt wird belagert. Das ist wunderbar. Ja, mein Lenzherr. Hallo! Wir sind tot. Kostet den Winterschießen tot. Ah, sehr gut. Stärkere Wasserelementare. Ah, die machen das aber auch geschickt. Jetzt machen wir mal. Das ist ja, das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mit Dispel auch Friendly Fire haben. Ich versuche zu denken. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Verbeugung ist nicht nötig. Moment, der muss nach hinten. Sag das Zauberwort. Denn wir haben jetzt unser Wasserelementar durch das Dispel nicht geschädigt. Meine Stärke. Nur die. Ich stehe für das Licht. Nur die Skelette haben es abbekommen. Für das Licht. Eine Heiltrank ist nicht nötig. Ja, mit Heiltränken werden wir irgendwie echt zugeschmissen hier. Eine Verbeugung. Oh, da ist noch einer. Ganz schön viele Golems unterwegs. Ich bin jetzt hier mal auf 40 Versorgung geblieben oder 40 Essen oder wie es auch immer heißen mag. Denn so bekommen wir noch das volle Gold aus der Mine. Oh, Ring des Schutzes plus 2. Ist auch nicht schlecht. Ich tue die Heiltränke weg. Ganz ehrlich, ich denke, die brauche ich erstmal nicht. Gerade Arthas, wir haben halt immer noch das Divine Shield, das können wir einfach aktivieren, wenn es eng wird. Ich stehe für das Licht. Ich denke, ich könnte allmählich schon mal einen Arbeiter hier rüber schicken. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Normalerweise würde man da jetzt mit den Menschen auch mehrere Arbeiter nehmen, um die Basis zu bauen. Steht etwa Gefahr? Das ist ja eben einer der großen Vorteile dieses Volkes. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Aber wir spielen ja jetzt hier keine. Ja, mein Lord.
Online-Spiele oder so. Das Licht ist meine Stärke. Gegen die KI reicht es eigentlich auch, wenn wir mit einem Arbeiter bauen. Ich stehe für das Licht. Wir haben eh massig Gold. Ich weiß gar nicht, ob wir die Mine noch brauchen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich würde jetzt auch mal hier die Einheitenproduktion ein bisschen anschmeißen. Ich stehe für das Licht. Aha, hier ist noch ein Goblin-Laden, das ist auch nicht verkehrt. Rolle des Schutzes, Mana-Trank und Zauberstab der Negation, richtig. Unsere Streitkräfte. Der macht aber im Prinzip das gleiche wie Dispel. Ich kann helfen. Nein, dem. Hört sich gut an. Ich bin euer Diener. Ja, durch das Dispel geht das ganz gut. Oh. Das Licht ist meine Stärke. Hier sind nochmal Gegner für diese Gruppe. Wie lautet der Plan? Ich kann helfen. Wie lautet der Plan? Um dieses Land zu säubern, meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ja, das Multitasking ist ja eigentlich nicht so meine große Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Hier geht's jetzt noch. Ich kann helfen. Einsatzbereit. Psst, ich versuche zu denken. Aber auch wenn sich das allmählich abnutzt, diese Aussage, es kommen definitiv noch schwerere und stressigere Missionen. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Einsatzbereit. Ich habe jetzt aber allmählich das Gefühl, dass wir hier alles untersucht haben. Und das Licht ist meine Stärke. Hier rum zum Lager zurückkommen. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Das sind auch fiese Möps hier, die Nachtkriecher. Die vergiften nämlich all unsere Einheiten. Da ist es dann wirklich ein Segen, wenn man Priester dabei hat. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Besteht etwa Gefahr? Ach ja, Goldmine, guter Punkt. Ah doch, ich hatte. Ist meine Stärke. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich die schon in Auftrag gegeben habe. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für die Ehre. Na gut, aber wenn die hier bald leer ist, ja, 1300 ungefähr, dann lohnt sich das ja auf jeden Fall mal, die neue das Licht ist meine Stärke. In Beschlag zu nehmen. Ich stehe für das Licht. Oh. Oh, hier ist eine Untotenbasis. Die können wir gleich mal angreifen. Die sind zwar immer tough, aber... Oh, jetzt hole ich die Einheiten aus der Basis dazu. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ihr habt es so gewollt. Ich kann helfen. Ich stehe für das Licht. Was braucht ihr? Wie lautet der Plan? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich bin euer Schütze. Wo wollt ihr uns haben? Was fickt dich an? Das machen wir doch mit links. Ja, mein Freund. Ich stehe Sie für das Licht. Wo wollt ihr uns haben? Jetzt können wir eigentlich auch direkt hier angreifen. Das oh, die haben schon eine Menge Skelette da bereitstehen, aber das ist natürlich ein Fall für unsere Priester. Das hier ist der Friedhof, ein Gebäude der Untoten. Da entstehen auch unentwegt neue Leichname. Ich stehe für das Ziel. Aus denen dann wiederum Skelette beschwört werden können. Eine Verbeugung ist nötig. Sie sind tot. Was fickt euch an? Ich stehe für das Licht. Von der großen Metallhand werden wir aus keine Rettung mehr. Das Licht ist mein Stärke. Huch. Hallo. Ah, Mist, ich wollte noch heilen. Natürlich. War aber nicht schnell genug. Gehen Sie jetzt hin. Ich muss jetzt erstmal hier diese Türme loswerden. Die sind nämlich echt übel. Aber warum sind denn hier noch Ghule? Besteht etwa Gefahr? Ach so, die wurden wahrscheinlich neu gebaut. Es kann auch gut sein, also auf schwer ist der Computer ziemlich fies. Der cheatet ohne Ende. Ich glaube, der kann schneller Einheiten bauen. Der hat auf jeden Fall mehr Einkommen. Ah, das ist nämlich nervig jetzt. Versuche zu
machen die nämlich unsere Mörser-Teams kaputt. Das ist nicht schön, weil die machen extra Schaden gegen Gebäude. Wasserelementare habe ich auch völlig vernachlässigt jetzt. So, jetzt müssen wir mal hier das Hauptgebäude von denen angehen. Oh, haben wir viele Priester verloren. Eine Verbeugung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich kann helfen. Ich stehe für das Licht. Dieser Kampf ist vorbei. Ist meine Hilfe vonnöten? Zeigt uns ein Ziel. So, also ich denke, wir müssten das jetzt eigentlich hinkriegen. Besteht etwa Gefahr? Gehen wir kämpfen! Das Lydian ist meine Stärke. Aber es ist schon tough. Es ist schon tough. Der holt da Einheiten raus aus allen Ecken und Enden. So, hier ist die Goldmine eingestürzt. Das heißt, wir können die Arbeiter mal hier rüber schicken. Der geht ins Holz. Und hier sind auch noch zwei Einheiten. Jetzt müsste es aber hier mal bald erledigt sein. Ich stehe für das Licht. Versteht ihr? Ich frag mich, ob das schon das Ende ist. Nee, hier geht's noch weiter. Ja, das heißt, wir mussten wirklich diese Basis zerstören. Zeigt uns ein Ziel. Ich stehe für das Licht. Es war schon ein ganz schön kniffliger Kampf jetzt, fand ich. Wo wollt ihr uns haben? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ist jemand verletzt? Besteht etwa meine Hilfe vonnöten? Jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine Goldmine, die wir einnehmen könnten. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Wenn jetzt nochmal so eine fetzige Basis kommt, könnte das tatsächlich notwendig sein. Ah nee, was passiert jetzt? Oh, da ist er wieder. Seid gegrüßt, Kinder. Ich bin Kel'Thuzad. Und ich muss eine Warnung überbringen. Haltet ein. Eure Neugier wird euer Tod sein. Seid ihr für diese Seuche verantwortlich, Totenbeschwörer? Seid ihr der Drahtzieher dieses Kults? Ja, ich befahl dem Kult der Verdammten, das verseuchte Getreide zu verteilen. Aber es ist nicht allein mein Tun. Was soll das heißen? Ich diene Mal'Ganis, dem Schreckenslord. Er befiehlt über die Geister, die dieses Land reinigen und ein Paradies ewiger Dunkelheit bringen wird. Und was genau soll diese Geißel ausmerzen? Natürlich die Lebenden. Sein Plan ist längst angelaufen. Besucht ihn in Stratholm, wenn ihr mehr Beweise braucht. Und den lassen wir jetzt entkommen. Und wieso sind unsere Schützen alle vorne? Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Okay, Kel'Thuzad suchen. Ist jemand verletzt? Dann lassen wir ihn wohl doch nicht entkommen. Und gegenübertreten. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, das hört sich ja auf jeden Fall nicht gut an. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Alle Kornkammern sind leer. Die Ladungen wurden bereits verschifft. Wir kommen zu spät. Ja, mein Freund. Das hört sich gar nicht gut an. Ich stehe Hallo. Für das Licht. Vonnöten. Eine Verbeugung ist Ziel. Nötig. Ich stehe Hallo. Für das Licht. Eine Verbeugung. Ja, jetzt haben wir hier eine fette Armee. Aber was bringt uns das alles? Im Prinzip gar nichts. Denn das verseuchte Getreide ist schon unterwegs in die Ländereien. Ist jemand mal in Stärke? Und damit können wir eigentlich den Ausbruch der oder die Verbreitung der Seuche nicht mehr aufhalten. Hier haben wir nochmal einen Shop.
Also, da gibt es sogar andere Items. Meine Güte, ey, mit so einer Riesengruppe wird es schon schwierig, sich noch zu bewegen. Das Licht ist meine Stärke. Psst, ich versuche zu denken. So, ich wollte hier noch eine Rolle kaufen. Ich kaufe mal eine des Schutzes. Und ich würde vielleicht sogar auch hier den Heiltrank verkaufen und noch eine Rolle der Heilung kaufen. Also ich bezweifle fast, dass wir das brauchen werden, aber... Ja, wir tun es einfach trotzdem, weil wir es können, weil wir die Ressourcen haben. Oh, drei von diesen Monstrositäten. Aber ich vermute ganz stark, auch die werden keine Chance haben. Drei ist gut. Jetzt sind wir bei sechs, glaube ich. Aber ihr seht, mit so einer Armee muss man keine Angst vor denen haben. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Das Licht ist jemand meine Stärke. Ja, und auf jeden Fall beunruhigende Geschichten, die uns der Kel'Thuzad da mitgeteilt hat. Aber jetzt können wir es ihm heimzahlen. Fort mit dir! Törichter Narr, mein Tod ändert auf lange Sicht gar nichts. Denn nun beginnt die Reinigung dieses Landes. Na gut, da haben wir ja anscheinend einen mächtigen Gegner besiegt und das war ziemlich einfach. Aber die Seuche wird sich verbreiten. Welche Auswirkungen wird das haben und was können wir tun? Können wir sie aufhalten? Wir werden vielleicht einige Antworten in Teil 5 erfahren. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in Andorhal. Wahrscheinlich eher Stratholm, würde ich mal vermuten, denn von Stratholm sprach er ja und von seinem Meister. Und dass wir ihn dort treffen können, hat er das gesagt? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran und ich sage bis bald. Macht's gut. Ciao.